Servus Leute, zurück zu Let's Play. Let's Play Spellforce 3 Soul Harvest. So, wir haben das letzte Mal uns hier eingenistet. Wir haben in Lied halb gemacht. Haben die Überlebenden oder übrigbleibenden Zwerge getroffen. Haben uns aufgebaut. Haben dort auch hier irgend so ein Typi geholfen. Haben den Zwerg niedergestreckt. Okay, das war jetzt eine komische Entscheidung. Haben uns vorbereitet. Hier gibt es nämlich nur einen Durchgang nach Windtal oder nach wie heißt der Ort? Zu dem Ort, wo wir hinwollen. Und der ist durch eine Barriere versperrt. Wir haben jetzt alles gemacht. Wir haben jetzt jede Menge Ressourcen. Wir haben eine große Armee. Jetzt müssen wir bloß herausfinden, was wir tun sollen. Und wir haben die Forschung an einer neuen Technologie abgeschlossen. Ich wollte gerade fragen, wie hoch geht denn das noch? Na gut. Mehr Leute. Was braucht ihr? Ansonsten, wir was haben jetzt? Den Außenposten ausgebaut. Was nun? Kümmern wir uns um die Barriere. Habt ihr sie inspizieren können? Ja, habe ich. Wir sind dort auf eine Zwergin gestoßen. Kerga? So hieß sie, ja. Ja, das klingt nach ihr. Ihr müsst wissen, dass Kerga mehr als nur eine einfache Einsiedlerin ist. Sie ist eine ehemalige Ingenieurin der Bastionen und eine verdammt gute Waffen- und Runenschmiedin, die früher die besten Schmiede Windholmes in den Schatten gestellt hat. Wenn wir sie irgendwie davon überzeugen könnten, ihre Schmiede wieder anzufeuern und ein paar Runensteine für uns zu schmieden, könnten wir was gegen die Barriere unternehmen. Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, einige meiner Männer früher Erdformer waren und Kergas Runensteine einsetzen könnten, um die Barriere einzureißen. Könnt ihr mir folgen? Ihr wollt, dass ich Kerga davon überzeuge, Runensteine für eure Erdformer herzustellen? Damit sie ihre Magie einsetzen können, um die Barriere einzureißen. Genau. Warum braucht ihr mich dafür? Könnt ihr nicht selber mit Kerga reden? Nun, das ist kompliziert. Sagen wir einfach, dass Kerga und ich eine gemeinsame Vergangenheit haben. Außerdem hat euer Wort als General der Wolfsgarde mehr Gewicht als meines. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Mehr verlange ich auch nicht. Viel Glück. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Aha. Wir haben sowieso keine große Wahl. Bittet Kerga um Hilfe. Wir haben ja schon mit ihr gequasselt. Und leider sie zugebaut. Jetzt sehen wir sie nicht mehr. Aber naja. Sollten wir hinbekommen. Ich weiß bisher noch nicht, was die Holzkohle in diesen Wachtürmen bedeutet. Also, ja, ich könnte da vermutlich Holzkohle einlagern. Wie? Ist die Frage. Wie? Wen töten wir jetzt? Ah, wartet. Ich habe doch, glaube ich, immer die Helden als... Was gibt es? Als ein Team genommen und alle Armeen als ein zweites Team. So habe ich, glaube ich, immer gespielt. Interessant. Wobei U drücken ist auch nicht ihr schlecht. Ihr seid zurück, Wolfsgardist? Also, Haratir sagte, ihr wärt Ingenieurin. Ja? Was hat er euch noch erzählt? Dass ihr seine Erdformer mit Runensteinen ausrüsten könntet, damit sie die Barriere einreißen. Oh, Liebes, selbst wenn ich die besten Runensteine Eos schmieden könnte, würden sich diese Deppen eher selbst in die Luft jagen, als diese Barriere einzureißen. Also, kurz gesagt, nein. Wird nicht passieren. So unfähig können sie doch gar nicht sein. Warum wollt ihr ihnen nicht helfen? Weil Haratir mit drin hängt, deswegen. Er kann so viel betteln und jammern und so viele nordtandische Generäle schicken, wie er will. Ich werde es nicht tun. Okay, okay. Was ist los zwischen beiden? Was ist zwischen euch beiden vorgefallen? Vor oder nach der Sache, wo er mir seine Liebe gestanden, den Eid des Granits abgelegt, ein Jahr von meinem Geld gelebt und dann mit einer jungen elfischen Schlampe durchgebrannt ist? Autsch. Ja, gehen wir auf das Leben auf dem Spiel steht. Ihr versteht aber, dass hier Leben auf dem Spiel stehen. Hört mal, ich weiß, dass ihr gute Absichten habt. Aber abgesehen davon, dass ich nur zu gerne sehen würde, wie der dumme Ochse einen vom Schicksal verpasst bekommt, bin ich nicht gerade auf Ärger mit den Windholmern aus. Ich bin nicht so dumm, mich mit der Bastion anlegen zu wollen. Hm.
Ja, das stimmt schon. Ihr wärt nicht hier, wenn ihr nicht helfen wolltet. Ihr wärt nicht hier, wenn ihr nicht helfen wolltet. Ich schätze, ihr habt recht. Na gut. Ja, das aber war einfach. Zunächst mal habe ich eine bessere Idee, als einem Haufen Vollpfosten magische Sprengsätze in die Hand zu drücken. Ich sagte euch doch, dass die Barriere von einem zwergischen Gerät aufrechterhalten wird. Zum Glück stehe ich euch zur Verfügung. Ich werde das Gerät zerstören und die Barriere selber einreißen. Dann muss ich nichts mit Haratir zu tun haben und ihr könnt die Stadt zurückerobern und alle sind glücklich. Warum nicht gleich so? Warum habt ihr das nicht schneller vorgeschlagen? Weil ich keinen Ärger mit den Windholmern haben will, deswegen. Also, machen wir das jetzt oder nicht? Dann tut es. Schön, tretet zurück. Au! Was ist los? Die Barriere muss eine Art Abwehrmechanismus haben. Ich bräuchte meinen eigenen Schutz um. Ach, bei Nidhalf. Es mussten ausgerechnet Haratirs Leute sein, was? Na gut. So ungern, wie ich es sage, es sieht aus, als bräuchten wir die Erdformer doch noch. Sie können einen Schutzzauber sprechen, während ich mich um das Gerät kümmere. Ich werde Haratirs Leuten die Runensteine beschaffen, die sie brauchen. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass die Idioten nicht versuchen werden, sie zu essen, anstatt sie zu verwenden, aber das ist alles, was ich mit den zur Verfügung stehenden Materialien erreichen kann. Und weil das auch seine Zeit brauchen wird, gibt es da noch so eine Sache, bei der ihr mir helfen könntet. Aber das liegt bei euch. Es geht um Trolle. Was können Erdformer eigentlich genau tun? Einheiten schützen. In Bewegung sind sie ziemlich angreifbar, aber sobald sie ihren Runenkreis errichtet haben, können sie eine Schlacht entscheiden. Sie sind ziemlich ortsgebunden, während sie ihre Magie wirken, aber sie schützen damit alle in ihrer Nähe. Kann im Kampf sehr nützlich sein, oder in unserem Fall beim Aufräumen nach einer dämlichen zwergischen Streiterei. Was genau ist zwischen euch und Haratir vorgefallen? Das geht niemanden was an. Moment, das hat sie doch gesagt. Gibt es viele Frauen in der Bastion? Nein. Was ehrlich gesagt einer der Gründe dafür ist, dass ich diesen Misthaufen hinter mir gelassen habe. Egal wie gut meine Arbeit war oder wie treu ich in der Armee gedient habe, jeden Tag kam so ein Vollidiot von Kamerad mit einem neuen Witz darüber an, dass ich besser Suppenlöffel als Armbrüste herstellen sollte. Es ist nicht, als hätte ich nicht gewusst, worauf ich mich einlasse, als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich mich der Bastion anschließen will, hat sie mich davor gewarnt. Natürlich habe ich das als Unsinn abgetan. Aber egal, reden wir nicht weiter darüber. Das ist alles Geschichte. Okay, einige Einheiten in Echtzeit haben Haltung oder Sonderfertigkeiten. Sie können im Kommandopanel unten rechts neben Bewegungen eingestellt werden. Haltung erlauben Ihnen Spezialformen. Sie erinnern etwas an ihre Mechanismen. Der Wächter kann zum Beispiel eine Armbrust aufbocken, was ihn unbeweglich macht, aber ihm erlaubt, mit seinen Bolzen Gegner zurückzuwerfen. Manche kosten Fokus. Okay. Ihr habt erwähnt, dass ihr mit besseren Materialien mehr für Haratirs Erdformer tun könntet. Was für Verbesserungen meintet ihr da? Nun, wenn ich eine vernünftige Schmiede und Eisen hätte, könnte ich Ihnen ein paar nette kleine Aufbesserungen herstellen. Ich bin aber, das ist eure Entscheidung. Eine Schmiede und Eisen, was? Das haben wir doch schon. Was ich tue. Tut das. Ja, das haben wir schon. Trolle, die hätte ich gerne auch noch. Ihr habt etwas über Trolle gesagt. Ja, es gibt einige in den Höhlen östlich von hier. Ich wollte mich alleine um sie kümmern, aber wenn wir ehrlich sind, bin ich nicht mehr die Jüngste. Um es kurz zu machen, es wäre in unser aller Interesse, sie zu erledigen. All dieser Lärm beim Aquädukt hat sie vermutlich aufgeweckt und wir können keine Trolle gebrauchen, die durch unsere Basis toben, während ihr mit der Rückeroberung Dreikotz beschäftigt seid. Das stimmt. Ich werde mich darum kümmern. Naja, gut. Bis später. Jawohl. Okay, schnell mal forschen. In der Bergstadt, glaube ich. Das da. Echo des Berges. Easy going. Dann haben wir hier einen ordentlichen Armeetrupp. Was gibt es? Den hätte ich gerne. Dann gehen wir auf Trolljagd.
Sean Grave. Hab mich schon gewundert, warum hier nichts ist. Was sollen wir hier machen? Ah. Sie oder wir. Aua, das tut weh. Der ist schon mal down. Das tut wirklich weh. Gute Arbeit. Wir haben die Forschung an einer neuen Technologie abgeschlossen. Aber da gibt's noch mehr. Gegen Trolle sind, glaube ich, unsere Feuergolems recht brauchbar. Und alle anderen sowieso. Wo kommt denn hier ein Troll raus? Sind da Höhlen oder wie? Vorwärts! Wie ist der Plan? Oh. Alles drauf, was wir haben. Schlachtet sie nieder! Ich glaube, das waren alle. Sagen wir Kerga Bescheid. Die gaben gute Erfahrung. Absolut gute Erfahrung. Und es war ziemlich easy going mit dieser Masse an Armee. Sehr schön. Das Movement ist für Späher nicht so geeignet, wie es scheint. Läuft, aber läuft. So, noch irgendwas. Ich könnte noch einen weiteren Bauernhof machen, aber die Frage ist, wozu? Im Moment brauche ich nichts. Stimmt das, dass ich nichts brauche? Also wie ist das? Du kannst Haltung scharf. Na, kommt schon her. Wir haben eine Überraschung für euch. Dann packen wir zusammen. Ja. Ganz nettes Gimmick, aber ja? Eigentlich basiert das Spiel darauf, Masse zu produzieren und einfach gegen den Gegner zu klatschen. Mal schauen, ob wir es notwendig haben, irgendwann diese Haltung einzusetzen. Wahrscheinlich eher in so Missionen, wo ich keine Basis habe. Hm. Benötigt ihr etwas? Ich habe mich um die Trolle gekümmert. Habt ihr? Gut. Wenn jetzt jemand meine Hütte einreißt, werden es nur die verrückten Windholmer und keine wütenden Trolle sein. Hier, das habt ihr euch verdient. Danke nochmal. Was habe ich mir verdient? Eine Rüstung. Schwere Windholmer Rüstung. Easy. GG. Moment. Warum kann ich die nicht tragen? Ja, kein Mensch. Nur Zwergen-Equip. Aber hier, oh, das ist jetzt mal eine Steigerung. Jawohl, die nehme ich. Bis später. Jawohl. Eine schöne Rüstung für meinen Zwergen Deffer. Oh ja, schön bunt. Moment. Das rasiert den Bart. Das ist ein Bug. Der verliert seinen Bart, wenn er die Rüstung anzieht. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bug. Das ist schon bitter. Extra Leben für ihn. Nee, extra Leben für... wer braucht ein extra Leben? Wer geht schnell drauf? Du bräuchtest extra Leben, das ist wichtig. Ich bräuchte extra Leben. Ja, erstmal ich. Erst einmal ich. Egoismus pur. Brauchen wir noch ein paar Truppen? Was haben wir noch an Einheitenlimit? Ja, da kann man noch ein paar Truppen machen. Hier, noch mehr von denen. Wie viel brauche ich da? 5? Machen wir noch ein paar. Ein paar Fernkämpfer noch mehr. Schürt die Meile an. Wir brauchen mehr Kohle. Kohle. Benötigt ihr etwas? So, weiter geht's.
Wir sind bereit. Die Erdformer sind bereit. Gehen wir es an. Gut. Befehlt ihnen einfach, ihren Schutzzauber auf mich zu wirken. Hoffen wir, dass das ganze Ding nicht in die Luft geht. Also, auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Ich höre. Ihr steinköpfige Narren! Was macht ihr denn? Ich habe gesagt, ihr sollt mich beschützen. Ich wusste, dass das eine schlechte Idee ist. Na los, wir können das aushalten. Jawohl, General. Barriere entfernt. Okay. Ich muss es wirklich aktiv machen. Jetzt brauchen sie wieder Fokus. Toll. Okay, dann nochmal. Ja. Benötigt ihr etwas? Die Erdformer sind... Gut. Befehlt ihnen einfach ihr... Also, auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Ich will verdammt sein. Ihr habt es geschafft. Großartig, General. Einfach großartig. Dankt Kerga und den Erdformern. Jetzt können wir ins Tal marschieren und die Stadt zurückerobern. Oh ja. Und die Mistkerle zurück in die Berge jagen, wo sie hingehören. Keine leichte Aufgabe. Die Kundschafter sagen, dass die Windholmer sich nicht nur in der Stadt eingenistet haben, nachdem sie uns vertrieben hatten. Sie haben sich in der ganzen Region ausgebreitet. Defensive Außenposten also. Viele davon. Und natürlich heißt das auch, dass Kundschafter in der Gegend patrouillieren werden. Selbst mit eurer Unterstützung werden die kaum zögern, uns eine Lektion zu erteilen. Okay, das sieht nach ein bisschen Arbeit aus. Die Kundschafter melden auch, dass sie mehrere befestigte Türme in der Region gesehen haben. Das wird lästig werden. Kriegen wir Belagerungswaffen? Es ist ein langer Weg nach Dreikott, General. Aber ihr werdet uns hinbringen, das weiß ich. Ja? Benötigt ihr etwas? Können wir sonst noch etwas tun, um den Plan voranzutreiben? Oh ja, da gibt es etwas. Machen wir es kurz. Ich habe an besonderen Bauplänen gearbeitet, bevor ich die Bastion verlassen habe. Wenn ihr mir etwas Mondsilber besorgt, könnte ich ein wenig mit der Ausrüstung eurer Truppen herumspielen. Gut. Wisst ihr, wo ich welches finden könnte? Nun, das meiste befindet sich in Dreikott, aber es gibt im Norden einen alten Minenaußenposten, wo ein wenig davon gelagert sein könnte. Ich habe zuletzt gehört, dass sich da Banditen eingenistet haben. Aber jetzt, wo die Windholmer hier sind, wer weiß da schon, was vor sich geht. Aber das wäre eure beste Chance. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Mondsilber für später. Jawohl. Na gut. Und er hat noch was zu sagen? Um es zusammenzufassen, es wird hart werden. Aber für sie, genauso wie für uns. Denkt ihr, dass uns die Windholmer jetzt angreifen werden, nachdem wir die Barrikade eingerissen haben? Vielleicht werden sie das. Aber ihrem bisherigen Verhalten nachzuschließen, werden sie sich eher eingraben und darauf warten, dass wir den ersten Schritt machen. Das ist sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil für uns. So haben wir die Zeit, unseren Angriff sorgfältig zu planen. Aber wir werden uns durch viele Befestigungen arbeiten müssen. Nur zu wahr. Egal, wie gut wir kämpfen, das wird eine harte Schlacht. Fällt euch etwas ein, mit dem wir den Kampf für uns leichter machen können? Ich fürchte... Oh, wartet! Natürlich, der Tunnel! Was meint ihr damit? Es gibt östlich von hier einen alten Minenschacht. Vielleicht liege ich damit falsch. Aber ich glaube, der führt in die äußeren Bereiche von Dreikott. Ihr könntet mit einer kleinen Einheit die Tunnel für unsere Arbeiter sichern. Dann könnten sie sie abstützen und wir könnten die restlichen Truppen hindurchschicken und direkt hinter den Linien des Feindes auftauchen. Es wäre ein Risiko für euch. Könnte aber viele Leben retten. Gute Idee. Dann gehen wir es an. Wir werden Dreikott befreien und herausfinden, was zur Hölle in Windholme vor sich geht. Möge Nidhalf euch erhören.
Nur denkt daran, dass es Väter und Söhne sind, die ihr in die Schlacht schickt. Sie vertrauen mir und ich vertraue euch. Also lassen wir sie nicht im Stich. Ihre Leben sind mir so wertvoll wie mein eigenes. Danke, dass ihr das sagt. Ernsthaft. Möge Nidhalf euer Schwert führen, General. Ja, das ist schon in Ordnung. Okay, die Tunnel. Interessant. Na, dann schauen wir doch die Tunnel an, die uns das Leben erleichtern können. Wie komme ich zu diesen Tunneln hier hin? Ah, ich muss trotzdem irgendwie da rein. Na gut, dann in den Krieg. Der Tod kommt näher. Axtschwinger, Wächter. Na dann. Oh, Kampf ist jetzt angesagt. Hier wird jetzt alles niedergerissen. Sieht nach einem guten Ort dafür aus. Der Vorposten wurde fertiggestellt. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Jawohl, das ist jetzt mein Gebiet hier. Ich bin bereit. Das ging recht flott. Hier gibt's Steine. Okay. Schon gut. Aber wir müssen hier hin. Da ist eine der Hauptquests. Oh, verdammt, hier! Patrouillen, mach mal platt. Wir haben so eine riesige Armee. Da lang? Schlachten wir sie ab! Oh. Da kommen welche. Jetzt kämpfe ich hier. Macht euch bereit. Ja, hier gibt's ordentlich Stein. 300 Erfahrungen. Waren die irgendwas Besonderes? Konnten die irgendwas Besonderes? Der Vorposten wurde fertiggestellt. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Es muss getan werden. Na gut, dann schießt mal. Ah ja, das ist sogar ein gegnerischer Turm. Boah, die halten ja gar nichts aus. Sehr, sehr gut. Hier liegt 5 Steine. Schön, dass das angezeigt wird, was es überhaupt ist. 5 Steine, 10 Steine liegen da rum. Oh mein Gott. Wo sind eigentlich die Gegner hin? Da war gerade eine gegnerische Patrouille. Sind hier weitergelaufen? Ja, wir reißen einfach alles nieder. Jetzt will ich aber zu den Tunneln. Angriff! Einfach in die Richtung und alles niedermetzeln, was auf dem Weg liegt. Halt! Was Vielleicht ist das? Fragen wir mal den Händler, was er denn so anbietet. Und? Wonach sucht ihr? Ja, Kostensenkung. Für Zwerge. Nö. Aber ich kann mal die Sachen hier kaufen, die ich nicht mehr brauche. Und das ist alles hier, was ich nicht mehr brauche. Gut. Ja, dann können wir eigentlich auch, eigentlich ist hier nichts nötig. Eigentlich ist da nichts nötig. Ich will bloß dein Geld haben. Geht sich so aus. Halt, was hast du? Ihr werdet hier alles finden, was ihr braucht. Helm der Rotte. Ah, das wäre ein schönes. Das wäre schon was Schönes. Aber da fehlt mir eindeutig das Geld. Gut gehandelt. Wir werden angegriffen. Okay. Wird schon schief gehen. Seit wann können diese Außenposten auch angreifen? Das ist schön. So, meine Freunde. Macht sie nieder. Die wagen es sich. Ach, das sind 2 Helden. Deswegen gaben die 300 Erfahrung.
Sie haben einen unserer Helden getötet. Oh, ernsthaft? Wie ist denn das passiert? Ups. Nein, nein, du wirst hier nicht sterben. Steh auf. Fuji, wie bist du einfach umgefallen? Du warst wahrscheinlich vorne dran, oder wie? Reparieren. Alles klar. Was braucht ihr? Ja, eigentlich will ich ja hier nur darunter. Jetzt gilt es. Ich kann ja hier einen Turm hinmachen. Und hier einen Turm. Aus wirtschaftlichen Gründen will ich ja dieses Gebiet gar nicht haben. Außer es gäbe Mondsilber in dem Gebiet, dann reden wir nochmal darüber. Aber sonst brauche ich es aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Wartet, sammelt euch mal, weil es könnte ja sein, dass hier irgendwas auf mich lauert. Beziehungsweise... Oh, ich erwarte eigentlich das, was auf mich lauert. Gehen wir es an. Ja, da ist was. Erledigen wir das. Okay, der kann was. Wir werden angegriffen! Nee, schon wieder irgendwas. Interessant. Schon wieder die Helden von denen. Oder der Held von denen. Das ist ein bisschen lästig, finde ich. Auch wenn er mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Chance hat. Gebäude fertiggestellt. Und auch keine Erfahrungspunkte mehr gibt. Was gibt es? Okay, ich hätte auch das Portal nutzen können. Ich kann das. Es sind deutlich mehr Portale als früher auf der Map verteilt. Ah, der Krapper, schön. Schönen guten Tag. Ah, danke, der Krapper. Deine glorreiche 7 wieder. Vielen Dank dafür. Gebäude fertiggestellt. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier rein können. Betretet den Tunnel. Ach, das ist ein Dungeon. Prinzipiell. Ja, Moment. Kann ich da oben hin? Ich will erst das Mondsilber sichern. Moment, dann aktivieren wir dieses Portal. Kombinieren es für da oben. Oder machen es für da oben auf. Was jetzt? Und reisen. Wir werden angegriffen! Gut, dann muss dieses Portal nach da unten führen. Lol. Gebäude fertiggestellt. Ah, die nutzen es nicht automatisch. Schade. Was haben wir denn hier? Gebäude fertiggestellt. Na gut, man muss es auch nicht unbedingt nutzen. Ah, was, ja, gut, prinzipiell zwischen dem Teil und dem letzten sind 3 Stunden. Oder 3 weitere Teile. Prinzipiell, der Krapas, kann ich dich kurz ins Boot holen. Wir waren bei der Königin, sie hat uns den Auftrag gegeben, hier die bei den Zwergen nachsehen, was da los ist. Und Zwerge kämpfen gegen Zwerge, als wir angekommen sind. Und wir müssen hier die Außenwelt, die Oberflächenzwerge gerade helfen, weil die
unter der Erde, haben scheinbar einen neuen König, irgend so einen verrückten Priester, und der stachelt die Zwerge auf zum Krieg oder was auch immer, zu bösen Handlungen. Das müssen wir eben herausfinden. Und die Oberflächenzwerge sind da ins Kreuzfeuer geraten. Jetzt sind wir auf deren Seite und versuchen hier was zu reißen. Angriff! Ey. Nicht meine Einheiten kaputt machen. Frech. Vorwärts. So, hier gibt's Mondsilber. Das möchte ich natürlich haben. Das ist der letzte Überfall. Humanoide als Glossareintrag. Also Einheiten fallen deutlich schneller wie früher. So kommt es mir zumindest vor. Die halten deutlich weniger aus. Findet Mondsilber für Kerga. Haben wir jetzt Mondsilber gefunden? Oh, ein Englischer. Der makes some... Ah ja, Silver's does... Okay, wo? This is also great for, doesn't it? And yes, I know how to use a combination lock. Thank you very much. Push the button. The show 3522. Hallis. Torgen. Okay. Holzfäller. Kostensenkung. Sehr gut. Ja, ich bin mit meiner Auswahl zufrieden, aber das sieht man auch heute in dem Part. Man kann zwei weitere Gefährden, die man theoretisch im Koop-Modus verwenden kann, noch machen. Ich habe da einen Zwergenverteidiger noch gemacht. Verteidiger und einen Zwergenpaladin-Verteidiger, also Verteidigung und Heilungskraft. Ja. Und ich habe einen Angreifer gemacht oder eine Angreiferin. Dunkelelf auf Kampf und Dämonologie, und die zwei ergänzen sozusagen meinen Magier und Iria, die wir schon aus dem Hauptspiel kennen. Wozu? Dazu kam. Okay. Und ja, prinzipiell hätte ich das vorgewusst, dass ich auch noch einen weiteren Dunkelelfen bekomme, der Dämonologie und Nekromantie kann. Dann hätte ich vermutlich eher einen Druiden-Elementaristen gemacht, vermutlich. Aber ist auch in Ordnung so. Nee, der war schon OP während des Hauptspiels und wird wahrscheinlich auch OP jetzt sein. Also Nekromantie ist absolut mein Favorite Skill Tree. Muss ich einfach sagen. Was haben wir jetzt hier jetzt eigentlich vollbracht? Gibt es jetzt irgendwo Mondsilber? Deswegen sind wir doch eigentlich hier hin, oder? Warum sind hier überall Helden von den Zwergen? Die können was. Nämlich sterben. Alles klar, einen Moment. Der Vorposten wurde fertiggestellt. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Sehr schön. Ich höre. Interessant. Waldläufer und Bogenschützen, dann passt Iria zu dir. Aber die haben wir ja schon. Die ist nämlich Bogenschützin und Heilerin. Also Waldläufer passt da ziemlich gut zu ihr. Als Beschreibung. Aber was habe ich jetzt dort oben gemacht? Da war anscheinend kein Mondsilber. Oder ich kriege Mondsilber erst, wenn ich hier die Truhe finde, wo das Schloss dazu gehört. Naja. Ja gut, der nächste Schritt wäre, hier durch irgendwie hier hinzukommen. Da muss ich wahrscheinlich durch das ganze Gebiet irgendwie kommen, weil ich sehe da keinen leichten Weg hin. Dann kann ich genauso gut auch nach unten gehen. Ja. Ja. Und mal da in den Dungeon reinschauen. Was braucht ihr? Ziemlich crowdy hier um so ein Portal.
ziemlich gut gefüllt. Bleibt nah bei mir. Oh, sogar unten wurden welche gespawnt. Das ist natürlich tragisch. Ja, dann, Moment. Ich kann ja, glaube ich, nicht mit allen dadurch. Dementsprechend kann ich auch einfach bloß mit meinen Helden dahin gehen. Weil früher war es zumindest so, dass man nur mit Helden da reingehen konnte. Also gehe ich auch jetzt mit Helden bloß noch rein. Reicht auch normalerweise. Meine normalen Truppen können hier Stellung halten. Und ich baue hier ein bisschen auch noch zwei Türme. Sicher ist sicher. Nicht, dass hier der Gegner kommt und mich nervt. Beziehungsweise, wenn er vorbeikommt und mich nervt, dann kriegt er auf die Gosche. Ja. Was so. Ist das? So, gut. Rein da. Begrabener Tempel. Als ihr dem dunklen Gang weiter folgt, wird die Luft zusehends schal. Im starken Kontrast zu der kühlen Herbstbrise, die ihr soeben hinter euch gelassen habt. Ihr hustet, als ihr den Geruch nach Schimmel und Fäulnis einatmet. Als der Gang endlich in eine höhlenartige Halle mündet, seht ihr die ersten zwergischen Mausoleen an den Wänden aufgereiht. Wer immer diese Zwerge waren, sie sind schon seit Ewigkeiten vergessen. Und vielleicht wiederbelebt. Also ein ganz schön großer Tunnel. Endlich. Oh shit. Ein Lebender. Seid ihr? Ich habe 300 Jahre. Oh, die explodieren und machen Damage. Gewartet. Kommt. Schließt euch mir an. Oh. Die will ich gar nicht sehen. Ach, du bist da. Was gibt es? Du bist der rachsüchtige Geist. Die explodieren, die müssen von der Entfernung gekillt werden. Schön, alles wieder hochheilen. Okay, der rachsüchtige Geist, den brauchen wir ja. Den haben wir, da haben wir eine Quest dafür. Rachsüchtiger Geist. Da. Findet die Essenz eines rachsüchtigen Geistes. Der hieß gerade rachsüchtiger Geist. Perfekt. Sie aber die sind stark. Gut, hier sind keine Giftgegner. Jawohl, Level up. Ah, Pathfinder Kingsmaker. Bloß weil es eine andere Art der Gatt oder andere Spieluniversum ist, habe ich das nicht angefasst. Aber ja, das wäre auch was. Wobei, noch mehr interessiert mich eigentlich Divinity Original Sin und das der Fortsetzung. Die hat ja eine äußerst positive Bilanz. Also, wird ja von vielen super gefeiert. Wer bin ich? Ach, das habe ich noch gar nicht probiert. Das habe ich noch nicht. Irrelevant. So, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Das habe ich schon. Ich brauche Level 6 erst noch. Heilung ist nicht notwendig. Mehr Angriffsgeschwindigkeit hört sich doch gut an. Ja, das Mal der Verfluchten war, glaube ich, auch schon damals sehr mächtig. Okay. Mehr Angriffsgeschwindigkeit für dich. Du brauchst noch ein bisschen. In welche Richtung entwickle ich dich? Hey, listen. Oh. Dolly Lane, vielen Dank fürs Followen. Sehr nice von dir. Schild. Schild ist nicht schlecht. Oder... Ja, doch, das ist auch nicht schlecht. Gut,
Was mache ich mal mit dem Deffer? In welche Richtung entwickle ich ihn weiter? Da Divinity Origins 2 habe ich schon durch, okay. Ja, das ist, Divinity ist doch, glaube ich, auch voll vertont, oder? Also das ist sehr schön an Spellforce 3, das ist voll vertont, das gefällt mir. Also das ist auch gut vertont, also die Sprecher sind echt gut gemacht. Das war schon beim ersten Teil so, das hat mir auch schon gefallen. Deffer, ja, so ein Schild ist eigentlich... Ah, gegen Untote erhöhten Schaden, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wohin will ich eigentlich mich entwickeln? Gibt's hier irgendwas sowas wie eine Aura oder so? Das da will ich auf jeden Fall haben, aber... Dauert noch ein bisschen. Lichtmagie besser machen. Das mache ich alles nicht. Eigentlich bin ich bei dem schon zufrieden. Ja, wobei, wenn ich schon mit ihm zufrieden bin, dann kann ich auch andere Sachen verbessern. Zum Beispiel das da. Den Schaden erhöhen. Ja, der Schaden ist jetzt nicht so wichtig. Was macht da, wenn ich es verbessere? Was zwingt euch in einem großen Ziel... Oh, das macht den Zielbereich größer. Das ist, glaube ich, wichtig. Wenn er schon taunten soll, dann muss er alle um mich herum. Sehr groß. Okay, der Radius wird dadurch bloß verbessert. So, bei dir. In welche Richtung gehe ich hier? Gehe ich erst hier runter? Beziehungsweise... Ja, eigentlich will ich in die Richtung. In die Richtung will ich. In die Richtung. Halt. 6. Das dauert noch. In die Richtung will ich. Punkt. Ich bin bereit. Sicher doch. Streuen einfach noch überall Skelette rum. Die können nichts. Nur die Giftigen sind gefährlich. Die kaputt gehen, wenn man sie hittet. Interessant. Eine Giftexplosion. Blut nehme ich gerne. Ah, das sieht auch verdächtig aus. Feuer. Ah, da ist so einer. Weg mit dem. Nein. Ach, jetzt wird er explodieren. Nein? Ach, das war einfach bloß einer mit einer Aura. Ja, die gibt's auch. Der hat einfach bloß einen Debuff um die herumliegenden gemacht. Ate, guten Tag. Schön, dass du reinschaust. Oh, das ist jetzt härter. Da müssen wir was drauf. Erstmal alle Torn. Jawohl, so sieht es gut aus. Dann Wirbelart. Ja, das ist gut. Und hier Licht. Genau, Torn, ballern, alles drauf. Weg damit. Geht es hier entlang? Oh ja, das sieht gut aus. Wo geht's entlang? Wir haben hier sowas wie ein Kreuz, wie es scheint. Wir gehen einfach mal nach links. Halt, der hat Loot. Ach, der hat Geld. Geld gut. Ist gut. Geld ist gut. Du da, weg mit dir. Du explodierst nämlich. Haha. Explosion. Oh, da ist noch einer. Der auch explodiert. Ja. Oh, der ist weg. So, das sind schon mal die... Die gefährlichen gelesen. Der Chat im Stream ist ein wenig klein. Ja, naja, das Problem ist halt, der Chat im Stream soll ja eigentlich bloß... Macht euch bereit. Du sollst ja den Chat im Stream nicht schauen. Eigentlich. Der ist prinzipiell meiner Meinung nach nur für, wenn die Videos auf YouTube kommen und ich reagiere auf einen Kommentar, damit man nachvollziehen kann, was ich da, warum ich da auf einmal irgendwas sage. Wie zum Beispiel gerade. Es dient jetzt eigentlich nicht so, dass man das live nachverfolgt. Dafür gibt es ja den Twitch-Chat extra. Oh, die Halskette ist super geil. Oh, und kostet was. Natürlich gibt's sie nicht for free. So, sind die unverwundbar?
Moment. Oh oh. Sicher doch. Jetzt. Ich flüchte mal. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Erst waren sie gerade unverwundbar und dann... Flucht, 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 Flucht. Erst neu strukturieren und heilen. Gut. So, was war da gerade los? Hoffentlich Spinnen, hoffentlich sind es Spinnen. Aber wenn du den Stream zu klein findest, ja, das kann man anpassen. Geht es da lang? Beim nächsten Stream. Wobei, ich könnte es auch jetzt schon anpassen. Jawohl. Klingt ich gut. Möchte mich nicht gegen jeden kämpfen. Ja, das war Nummer 1. Ah, dieser Gift-Zombie, den muss ich eigentlich loswerden. Dich mache ich weg. Sehr schön. Auch rausgepickt. Allerdings am Chat, in der Chatgröße habe ich seit Ewigkeiten nichts verändert. Das ist seit Monaten so klein, prinzipiell. Geht es hier entlang? Könnte man dazu sagen. Wo ist denn der Giftgegner? Dort hinten ist der Giftgegner. Na gut, jetzt ist er irrelevant, wenn er dort hinten ist. Alles drauf. Und jetzt noch den Giftgegner hier unten. Ja, die Story kann man auch im Koop spielen. Das ist die Besonderheit bei diesem Spiel. Bei diesem... Ja, Titel. Die Kampagne ist auch im Koop möglich. Prinzipiell, ich habe zwei Söldner in Anführungsstrichen gemacht. Die Erde. What? Freundesliste. Ich bin ein Freund der Erde. Ich gehe mal stark davon aus, dass jeder einen anderen Helden hat. Weil man kann diese Söldner kreieren. Man kann auch mit den Story-Charakteren mitspielen. Also man kriegt Iria und ein Dunkelelf haben sich mir angeschlossen hier nach dem Besuch bei der Königin. Aber auch zwei Söldner. Und die kann ich selbst individuell gestalten. Und es hieß auch zu den Söldnern als Erklärung, die kann man im Koop verwenden. Weiter so. Also gehe ich stark davon aus, ja, man spielt dann die. So in etwa. Nicht den Hauptcharakter, sondern wahrscheinlich die Söldner. Diese Explosionsstickerchens. Bleib wachsam. Das ist einiges an Müll. Muss es ja. Ja, müssen. Müssen muss es, ne? Aber ja, also ich muss zugeben, das ist ein schönes Spiel. Besonders wenn du einen Vorgänger hast, dann aufgepasst. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe das Spiel für 25 Euro gekauft, aber. Es gibt ja dieses Loyalty-Pack, dann kostet es, glaube ich, bloß 15 Euro. Also wenn du schon das Hauptspiel hast, dann kriegst du das Spiel für 15 Euro. Und das ist, glaube ich, ein ordentlicher Preis. Das geht. Das ist in Ordnung. Ja, wahrscheinlich nur wegen dem Koop. Wahrscheinlich wird er auch das Spiel mögen, so wie es ist, so wie ich. Ich spiele es ja auch nicht wegen dem Koop, sondern weil mich Spellforce 3 allein schon... Weil es mir Spaß macht. Das ist genau so eine Art Spiel, die ich mag. Genau die gute Mischung. Bisschen aufbauen, ein bisschen stupide auf Gegner mit einer Armee zu rennen. Aber dann auch wieder mal hier solche Abschnitte. Das ist genau die Mischung, die ich sie liebe. Haut drauf! Nein, der schwingt! Nein! Boom, weg ist er! Ja, ich finde das Spiel ist angenehm. Mir gefällt das Spiel. Diese ganzen komischen Scherben, oder was ist das? Ah, Ich habe noch nicht so viel Fokus wieder regeneriert. Ich werde hier angegriffen von den Viechern. Könnt ihr mal die wegmachen? Da ist ja noch eins. Ihr zeigt, ich töte. Jetzt den wegmachen, bitte. Noch einen Heiler. Hilf mir jemand, verdammt. Uff. Ja, wir brauchen alle Heiler. Ah, das ist ein Blutenzeichen.
Hero Quest. Ah, das Brett kenne ich leider nicht. Sagt mir nichts. Aber woran ich mich in meiner Kindheit erinnere, Baldur's Gate. Ich habe mich so geärgert, zu meiner Kindheit hatte ich einen zu schwachen PC um Baldur's Gate, als es frisch rauskam. Das war, glaube ich, keine Ahnung, um die 2000 rum. 1999 oder so. Auf jeden Fall, da habe ich mich so geärgert, dass meine Kumpels alle, die das hatten, die haben sich dann zu einer LAN getroffen und haben dann im Local, also haben hier Baldur's Gate jeder einen Charakter und dann gemeinsam durchgestreift. Und ich konnte es nicht. Oh, das war damals ein Spiel mit 5 oder 6 CDs. Ja, ich habe das nie im Multiplayer gespielt. Das wäre. Aber ich habe es allein im Singleplayer mehrmals gespielt. Ich habe das so genossen. Ich weiß gar nicht, ich wäre, glaube ich, ausgerastet im Multiplayer. Also vor Freude. Hier drüben. Allerdings, dafür gibt es ja auch heutzutage Pen and Paper. Einfach eine gute Pen and Paper Gruppe suchen und dann hat man ein ähnliches Spielerlebnis. Ah, oh, Baldur's Gate. Ja. Ich habe echt überlegt, vielleicht. Ich habe ja Baldur's Gate durchgezockt mit der Add-on. Und Baldur's Gate 2 angefangen. Ich habe echt stark überlegt, soll ich vielleicht das wieder machen? Soll ich vielleicht Baldur's Gate 2 doch weiterzocken? Eigentlich hätte ich wieder Bock drauf. Bring mir langsam die Essenz des rachsüchtigen Geistes. Ich brauche seine Essenz. Er soll nicht da unten abhauen. Das einzige Problem am Baldur's Gate 2 ist, es schaut halt keiner mehr. Also, wenn, dann würde ich es gerne auch aufnehmen. Aber es schaut halt keiner mehr. Und Wall of Text. Also, man muss so viel lesen. Vorlesen. Das klappt, solange ich nicht gesundheitlich angeschlagen bin. Also, hier Erkältung oder sowas. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich das anfange, dann kommt sofort wieder sowas in der Art. Das würde mich so so ärgern. Weil ich betone immer gern. Ich bringe ein wenig mehr Leben in die Dialoge rein, aber. Oder ich versuch's. Das wird richtig gut. Aber es geht auf die Stimme. Das ist der Haken. Was ist das? Was haben wir denn hier? Ist das? Eine dämonische Essenz. Schwarze Magie. Was ist jetzt mit dem rachsüchtigen Geist? Gut. Wo ist denn der jetzt hin? Ich brauche noch seine Essenz. Oh, Moment. Zaruk, der Verfluchte. Bleib nah bei mir. Okay, der eskaliert. Okay. Okay. Nee, der eskaliert ein bisschen zu stark. Sicher doch. Taktischer Rückzug. Hoffentlich Spinnen. Hoffentlich sind es Spinnen. Hier. Fressskelette habe ich noch gar nicht gemacht. Unterbrecht ihn. Hat nicht gewirkt. Yes. Hat hier jemand einen Heiltrank? Ich kann nicht kämpfen, wenn ich sterbe. Seine Untoten halt die rote Pfütze. Meine nicht. Oh ja, das war. Ja, gut. Es gab schon mal so eine Art Endkampf in so einem Dungeon. Gegen den Zwerg. Das war brutaler. Aber da hatte ich kein so eingespieltes Team. Jetzt habe ich ja ein Team. Und der Gegner war zu Fuß mindestens genauso schnell wie ich. Diesmal nicht. Und das ist angenehm, wenn ich schneller bin. Dann kann ich kiten. Aus dem Weg. Das muss der Körper des Geistes sein. Sorry, wenn du was sagen möchtest. Verbrennen können. Wir müssen jetzt erstmal ihn wegmachen. Dann können wir ihn verbrennen. Sarg mit Öl finden. Anzünden. Yes! Die Essenz des Geistes. Dadurch kann mein Schmuckstück,
mein besonderes Schmuckstück verbessert werden. Yes, da müsste ich eigentlich fast schon wieder direkt zurück. Oh. Ah ja, gut, okay. Tunnelausgangsschlüssel. Findet einen anderen Tunneleingang. Haben wir geschafft. Jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen oder was es gebracht hat, weil das war schon anstrengend, hier durchzugehen. Ja, das ist gut. Schön beschwören und dann aus dem Hintergrund alles niedermetzeln. Deswegen, also ich bin ein starker Magier. Ich habe hohe Intelligenz, hohe Willenskraft, also ich kann viel ballern. Und macht auch Damage. Am zweiten Tag eurer Reise nach Windfall zwingt ein Sturm am Königstor euch zu einer Pause. Ihr zieht euch in ein nahes Dorf zurück, wo ihr darauf wartet, dass der Sturm vorbeizieht. Am fünften Tag erreicht ihr Halit und damit die Grenze nach Windfall. Eurer Karte nach ist Dreikott nahe. Ach, nichts ist besser als ein Atemzug frischer Luft. Geben wir den Minenarbeitern das Signal, dass sie mit der Arbeit anfangen können. Oh. Okay. Besiegt die Windhörner in drei Kotze. Ja. Gut. Wir werden angegriffen! Nein! Hab ich hier einen Teleport? Wobei, ich habe meine Armee da. Wo braucht ihr uns? Kümmert euch mal darum. Hm, jetzt kommen sie auch dort unten, wie es scheint. Frech. Absolut frech. Einen Tunnel soll ich bauen. Moment, das können wir auch. Wir werden angegriffen. Na ja, ne, ne. Tunnel. Dann bauen wir mal einen Tunnel. So, und der Trupp darf jetzt runtergehen und hier aufräumen. Eigentlich können wir noch einen Schritt weiter gehen und dann gleich hier aufräumen. Die Feuergolems sind cool. Wir werden angegriffen! Und dann können die da durchrennen und alles niedermetzen, was auf dem Weg ist. Wenn sie draufgehen, mache ich einfach neue Einheiten. So bin ich. Gebäude fertiggestellt. Nur jetzt. Was jetzt? Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Genau. Oh, ein Bärenfell. Hm, selten. Da lang. Und los geht's. Aber ich frage mich, ja, ich habe einen Tunnel gemacht. Ah, und jetzt muss ich hier ein. Nee. Achso, jetzt muss ich wahrscheinlich auch hier hinsehen können. Ja, eigentlich ist die Taktik, man schickt eine Welle zum Gegner und es reicht. Eine möglichst große Welle. So. Okay, und dieser Tunnel. Dieser Tunnel kann jetzt dort oben einfach seinen Ausgang hin platzieren. Ja. Sexy. Aber unsere Taktik geht nicht hundertprozentig aus. Auf. Jawohl, General. Die Einheiten werden auch ausgelöscht. Oh. Das sieht hier nicht gut aus für die Gegner.
Perfekt. Die Windholmer werden eine Überraschung erleben. Ja gut. Die werden auch so eine Überraschung erleben. Ich geh mal hier durch, weil ich möchte zu meinen Truppen. Eigentlich will ich neue Truppen. Ich sehe nämlich gerade, meine Truppen gehen drauf. Also brauche ich neue Truppen. So. Da wird eine kleine neue Armee aufgebaut. Währenddessen machen die bisherigen Truppen alles platt, was im Weg ist. Viele sind es nicht mehr, die hier leben. Aber die Golems, die haben gut durchgehalten. Die Golems machen Damage! Was ist denn deren Schwäche, der Golems? Resistenzen. Ja, eigentlich alles ist gegen die gut, außer Belagerung. Aber die hauen raus! Die hauen raus! Die sind gut! Ah, ich liebe ja Fernkämpfer in solchen Spielen. Ich liebe ja generell Fernkämpfer. Und so wie man sieht... Fernkämpfer sind sehr stark. Wir werden angegriffen! Dort oben. Ich bin da. Oh, die haben es sogar fast. Dann rücken wir mal mit allem, was wir haben, vor. Die Granithalle ist überfüllt. Da müsst ihr schneller produzieren, würde ich behaupten. Oder ihr habt wenig Ressourcen. Diese Helden sind das Einzige, was gut ist gegen meine Einheiten. Wenn meine Helden nicht dabei sind, dann verlieren sie. Und zwar sauscht Krieger der Tiefe. Hoher Hierophant. Die sind stark. Und die haben einen Turm geschafft. Frech. Ey, wo rennt ihr? Hier geblieben. Machen wir jetzt platt. Oh. Oh, verdammt, hier! Ja, dann machen wir mal das platt. Dieses Lager hat wahrscheinlich die geschickt. Okay. Befestigter Außenposten macht Schaden. Mensch, die Musik ist aber laut. Versteht ihr mich gut oder ist es nur für mich laut? Stört es euch gar nicht? Wollt ihr mich gar nicht hören? Oh, ich hab mich geliebt. Mehr Truppen. Nein, das war falsch. Einfach mehr Truppen. Bei passt's. Okay. Weil für mich kommt die Musik ein bisschen laut vor. In Kampfsituation. Merkt man vielleicht auch, dass ich dann anfange, auf einmal lauter zu reden. Die Musik ist manchmal etwas lauter als meine Stimme. Das ist nicht gut. Das müssen wir ändern. Sound. Die Musik. Ja, die Kampfmusik. Ah, Kampfmusik, das ist das. Die Kampfmusik ist zwar angenehm, aber sie darf nicht über meine. Sie darf nicht lauter sein als ich. Sagen wir es so. Das ist unangenehm. Gut, jetzt haben wir leider... Doch, wir hier. Werden angegriffen! Jetzt weiß ich nicht, ob die Musik jetzt noch lauter wird oder schon laut ist. Der Tod kommt näher. Sie werden durch meine Hand sterben. Nee, jetzt ist sie zu leise. Das ist okay. Sie oder wir. Erledigen wir das. Okay. Geht es da okay, 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 okay. Der Gegner kommt gerade mit einer Armee. Nee, da ziehen wir uns zurück. Bleibt nah bei mir. Wir werden angegriffen. Ja,
Ja, Verteidigungskämpfe. Sofort. Eigentlich will ich ja nicht angreifen, oder ich will schon irgendwie angreifen, aber nicht unbedingt zwingend hier angreifen. Ich würde gerne was anderes machen. Und ich muss mal schauen. Hier haben wir Steine. Ja, einen Steinbruch könnten wir machen. Einfach mal ein bisschen die Ressourcen. Hier ist Eisen. Dazu muss ich aber diesen Kundschafterposten upgraden. Sonst habe ich zu wenig Bevölkerungslimiter. Wo haben wir noch Gebiet? Hier haben wir noch Gebiet. Haben wir irgendwas Sinnvolles? Köhlerei könnte ich hier machen. Ja, das fehlt ein bisschen. Gut, was haben wir hier oben? Können wir hier oben irgendwas Geiles machen? Stein haben wir hier. Ah, Stein ist okay. Stein braucht man nämlich viel. Mondsilber haben wir aber hier nicht. Obwohl es Gebäude mal geplant war. Die müssen eigentlich abgegradet werden. Die sind nicht stark genug. Du auch. Und du, ach Gottchen, du musst unbedingt repariert werden. Du hast ja gar kein Leben mehr. Komm mal klar mit deinem Leben. Alles klar. Hier wird noch weiter fleißig produziert. Was braucht ihr? Das muss man reparieren. Bin bereit. Gebäude fertiggestellt. Sehr schön. Okay. So. Wollen wir uns dieses Gebiet und schauen, was dann hauptquestmäßig passiert. Aha. Wobei, nö. Gehen wir doch erstmal. Ja, looten. Ach so, ich soll ja sowieso. Es wird erledigt. Das da zerstören. Hat sowieso nichts bewirkt, weil die hatten ja nichts mehr hier. Kostensenkung von Steinbruch. Gerne, aber ich würde gerne erst die Nebenquest machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Vorwärts. Und dann lohnt sich es eigentlich von hinten anzugreifen. Nachdem ich deren Wirtschaft hier eingenommen habe. Oh. Sie werden sterben. Jetzt gilt es. Heilung! Den hauen wir um. Helden sind stark. Wie ist der Plan? Feuergolem Wächter. Sehr schön. Das Gebiet nehme ich. Einen Moment. Ja, man sieht auch, welche Ressourcen hier sind, nur nicht wie viel. Der Vorposten wurde fertiggestellt. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. So gehört sich's. Gleich mal upgraden, damit er auch schießen kann. Hier drüben. Und dann möchte ich hier runter. Ihr zeigt, ich töte. Ja, level up. Aber jetzt will ich hier jetzt noch die Quest abschließen, bevor ich mich darum kümmere. Der ist mit Sicherheit nicht so gut wie meiner. Jo, meiner ist blau. Was ist das? Einfaches Anschauen. Das ist ein wirklich kompliziertes Schloss. Sehen wir doch mal. Ah, shit. Zwei. Ja, das hat funktioniert. Schatzjäger. Tsching. Großer Hammer des Lehrmeisters. Da müsste ich bei ihm mal schauen. Da kann ich nicht nehmen, scheinbar. Nee, es wird einfach nicht verglichen bisher. Note. Eine Note. Und Mondsilberschatz wäre Bahnverein, Mondsilber, die Banditen. Okay. Das haben wir gesucht. Erstmal das da. Und die Note. To whoever is reading this, you're in deep trouble. So. Während die runterlatschen, die sollen nämlich die Quest abgeben und dann schauen, was passiert, können wir upleveln. Level upen. Und ich würde gern mehr von denen haben. Die sind cool.
Na, einfach mehr. Schürt Kohle. Die Meile an. Ja, ja. Wir brauchen mehr Kohle. Kriegen wir schon. Kriegen wir hin. Also, sie latschen runter und wir leveln ab. In der Zwischenzeit. So. Oh ja. Wiederbelebung. Erhebt Leichen im Zielbereich für Wiedergänge für euch kämpfen. Nur eine Grenze an seinen Wiedergängen kann gleichzeitig aktiv sein. Wirkungsbereich. Es steht nicht wirklich, wie lang die bleiben. Aber das will ich haben. Intelligenz wird weiter gepusht, weil das meinen Schaden erhöht. Wobei, ich hätte das verbessern können. Nächstes Mal. Da muss ich darauf achten, dass ich Sachen verbessern kann. So, sie soll geschickter werden. Bessere Bögen für dich. Das da. Lernen? Geil. Das ist dann auch der entsprechende Skill anstatt der da. Nice. Jetzt hat sie einen prinzipiell AOE-Angriff. Kann halt mehrere Ziele erwischen. Das war mir wichtig bei ihr. Du könntest das verbessern. Aber ich will auch... Vergeltung. Das ist schon ziemlich stark. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Also betäubende Fähigkeiten sind immer ziemlich geil. Stärke weiter erhöhen, damit du bessere Waffen tragen kannst. So einen richtig schweren Heavy Hammer und noch riesige Rüstung. So sieht's aus. So sehe ich meinen Defer am Ende. Und Diabola, mehr Angriff, auf jeden Fall. Sie geht full auf, full hand. Ah ja, sie geht voll in die Richtung. Sie soll diese Aura lernen. So eine tödliche Aura, die die Resistenzen auf der höchsten Stufe um minus 33 Cent senkt. Das ist ziemlich geil. Ja, okay. Kriegt Boni, wenn sie höher wird. Und das heilt immun gegen Schaden. Das ist ja cool. Also, das ist auch nicht schlecht. Also, das ist auch super. Also, mir gefallen bei den Kämpfern die passiven Fähigkeiten. Die brauchen nicht so viele aktive. Ich brauche ja bloß 3 aktive pro Kämpfer. Sonst will ich ja die passiven. Ah, apropos. Meine neuen Skills. Also, Skelette beschwören, schön und gut, aber... Wiederbelebung war, glaube ich, besser. Oh. Okay. Ich glaube, das gilt auf tote Kadaver. Also ich kann da Leute wirklich wiederbeleben. Nee, dann doch lieber Ruf der Gefallenen. Was kann das auf der höchsten Stufe? Zwei Beschwörer. Ruf ein Beschwörer. Ruf ein Beschwörer. Skelettmagier. Ja, doch, das ist es. Das ist das, was ich brauche. Das muss dann gepusht werden. Oder? Hört sich alles cool an. Na gut, wir haben unsere Quest geschafft. Wir haben ordentlich Truppen wieder. So, jetzt erzähl mal. Benötigt ihr etwas? Nee, aber du. Ich habe Mondsilber finden können. Hier. Hervorragend. Das ist allerdings nicht gerade viel. Sagt mir einfach, für welchen Bauplan ich es verwenden soll. In Ordnung? Zeigt mal her. Okay, was brauchen wir? Wir kriegen ein bisschen Geld und... Natürlich das nicht. Herdformer. Feuergolems. Dann will ich Feuergolems günstiger haben. Die Feuergolems finde ich nämlich gerade sehr nice. Wie viel kosten die jetzt? Okay, sie kosten jetzt... Oh, sie kosten jetzt nur noch die Hälfte. Das ist super gut. Ich habe da 20 Holzkohle und 5 Eisen immer reingebuttert. Jetzt geht da deutlich mehr. I like. Very much.
Gleich mal welche machen. wie Fleischgolem beschwören. Ich habe noch einen anderen. Also neben Iria ist noch ein anderer zu mir gestoßen und der hat die besondere Fähigkeit, einen Fleischadronarchen zu beschwören. Aber den habe ich halt nicht dabei, weil ich cooler bin. Und stärker. Und geiler. Und die auch cooler sind. Und stärker. Und geiler. Ja, ich glaube, im Hauptspiel hatte man da nicht 3 Bäume zur Auswahl, so in etwa. Gehen wir es an. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Sieg. Der Vorposten wurde fertiggestellt. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Neutrale Gebäude gefunden. Neutrale Gebäude bieten euch einzigartige Vorteile in einer Schlacht. Um diese nutzen, müsst ihr in Ladebank. Geschieht es über Zuweisung von Arbeit bei anderen durch das Zahlen von Ressourcen. Wo ist denn hier ein neutrales Gebäude? Schrein von Nital. Gebäude fertiggestellt. Ja, für das mal. So, keine Ahnung, was es bewirkt, aber einfach mal reinbuddern. Die sind schon ganz himmlig, die Zwerge. Die wollen loslegen, die wollen kämpfen. Jetzt will ich aber noch dieses Gebiet plätten. Angriff. Die haben mich nämlich geärgert. Opfert Nahrung am Altar. Das sollen die Zwerge hier machen. Das kriegen sie schon hin. Holy moly! Das war davor noch nicht gestanden, oder? Das habe ich. Die sieht groß aus. Ups, jetzt weiß ich, was Z macht. Springt zur Hauptrolle. Das greift an, macht es mal weg. Das greift auch an, macht es danach weg. Alles klar. Aha, das ist immer noch derselbe Effekt. Wenn man das Vorposten wurde fertig, die Hauptflagge, wir haben unsere Grenzen weggemacht, ist alles andere inaktiv oder tot. Jawohl. Schlachten wir sie ab. Wie, diese Musik ist jetzt so laut? Ich habe sie doch leiser gemacht. Gebäude fertiggestellt. Ist sie jetzt so laut oder nicht? Also, ich hatte sie eigentlich leiser gemacht. Ah, im Steam Store. Okay. Ah, das wäre jetzt verwunderlich gewesen. Aber, ja, warum nicht? Ich bin bereit. So, soll ich jetzt die Stadt stürmen? Nö, ich gehe einfach in den Hintereingang. Dafür habe ich ihn ja. Was bewirkt das jetzt? Was habe ich jetzt hier? Ja, Ladung. Was macht das jetzt? Haben meine Einheiten irgendeinen Buff oder so? Ich bin immer aufmerksam. Ich glaube, Minus ist besser, oder? Wo braucht ihr mich? Die haben jetzt Nitas Segen. Was gibt es? Naja, schön. Aber wir machen jetzt das, was das Spiel uns als optional vorgegeben hat. Wir gehen durch den Tunnel. Wo ist der Tunnel? Da ist der Tunnel. Ja, ich könnte über das Teleportal schneller hingehen, aber so viel Zeit habe ich. Puh. Cool. Viele Tränke, viel gutes Equipment, gute Skills. Ich würde sagen, es läuft. Ich habe einen AOE-Angriff. Ich habe einen, ja, ist doch, glaube ich, auch vor allem im Zielgebiet ja auch ein AOE-Angriff. Plus Unterbrechung, plus Crowd Control. Das ist Crowd Control, Heilung, Crowd Control. Damage. Ja, Heilung, Unterstützung, Damage. Ja, ich bin mit meinem Team sehr zufrieden. Ich finde es gut, dass sie alle verpuffen. Puff, puff.
Ja, ich hatte ja erwähnt, dass das Spiel, also dass die Kampagne im Koop spielbar ist. Ist auf jeden Fall eine Koop-Option. Oh Gott, das ist noch nicht so, also... Die platzen da aus allen, wenn man da zu viele durchschickt, die platzen dann irgendwann aus allen Nähten. So, meine Freunde, Angriff! Ihr kommt aus eurem Rücken, damit habt ihr nicht gerechnet, gehe ich mal davon aus. Wir machen die Stadt dem Erdboden gleich, dann haben die Zwerge, die da außen überlebt haben, nichts mehr, wofür es sich kämpfen lohnte. Ah, da kommen sie alle von hinten. Wir natürlich. Was ist das für eine Frage? Das ist eine große Armee und wir haben eine große. Oh ja. Wie ist der Plan? Sie kriegt wirklich ordentlich Damage. Ich kann nicht kämpfen, wenn ich sterbe. Das wird richtig. Erledigt sie. War ich das? Nur zu. Tatsächlich. Voll boshaft. Erledigt sie. Hat ja jemand einen Heiltrank? Ich kann nicht kämpfen, wenn ich sterbe. Ja, gehen wir mal ein Stückchen zurück. Das ist so nicht gut. Ihr zeigt, ich töte. Nicht den folgen. Aha. Wird schon schief gehen. Die braucht dauernd Heilung. Die muss sich durch ihren Skill selbst heilen. Die muss Damage machen und dadurch heilen. Oh, verdammt, hier! Yeah. Das ist beefig. Nein, nein, nicht dadurch, nicht dadurch. Schlachten wir sie ab. Alles klar. Ein Moment. Der Vorposten wurde fertiggestellt. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Sehr schön. F-Tasten? Nein, sind sie nicht. Die F-Tasten sind nicht identisch. Wenn ich da hier was mache, da kann ich, glaube ich... Oder? Ah doch, tatsächlich. Ich dachte, ich kann, wenn ich es so mache... alles auswählen. Ja, dann ist es so. Die F-Tasten sind identisch mit dem Auswahlmenü. Ich bin bereit. So, Heilung. Ja. Deutlich mehr Heilung nötig. Lol. Was ist denn das? Willst du mich verarschen? Was machst denn du hier? Hm, wohin läuft der? In die Wachtürme? Okay. Lebensmüde Zwerg. Gut. Haben wir das auch mal gesehen. Lebensmüde Zwerge sind immer was Feines. Also, was ist unser Ziel? Das da oder wie? Besiege die Windholmer Zwerge in Dreikot. Ja, das sieht aus wie die Base, wie das Haupthaus, genau. Weg mit dem. Die Helden müssen weggehen. Wir machen das Haupthaus kaputt und dann sollte es zu Ende. Nein, nicht heile. Ihr zeigt, ich töte. Ah, shit. Nein, 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 heilen, heilen. Macht euch bereit. Das ist ein Held. Helden machen Damage. Gut, war jetzt nicht mehr nötig. Eigentlich. Das waren alle.
Schnell jetzt, sichern wir die Stadt. Der Vorposten wurde fertiggestellt. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Haltung, Vulkanhaltung. Ja. Oh mein Gott, wir machen alles einfach platt. Bin bereit. Das mit der Heilung, das muss noch irgendwie besser laufen. Da ist noch ein gegnerisches Gebiet hier. Sehe ich da. Gebäude fertiggestellt. Hier komme ich durch. Hier muss ich aber rein. Ist ja nicht noch ein gegnerisches. Ich sehe doch hier ein gegnerisches. Dadurch, dass ich das Haupthaus gekillt habe, ist jetzt auch unser Gebiet. Der Vorposten wurde fertiggestellt. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Voll geklatscht. Oh ja. Habe ich noch was in der Art? Nö. Der Bogen ist schwach. Aber das da. Extra Leben und Fokus. Das ist genau das, was sie braucht. Oh, das kann sie nicht nehmen? Doch. Ja, hier in dem Slot. Ja, genau. Dann hat sie genügend Fokus, um die Aura zu tragen und trotzdem noch Skills zu verwenden. Das ist gut. So, hier oben ist nichts mehr von Relevanz. Deswegen schauen wir mal, wie wir hier reinkommen. Die sammeln die ganzen Loot von den Gegnern hier ein, was sie da liegen gelassen haben. So ist es richtig. Und wir schauen uns hier rein. Über in Windwall. Also Windwall sind wir ja noch nicht. Wir sind in Dreikurs oder wie das heißt. Dementsprechend. Wir können auch nochmal schnell schauen. Gibt es hier irgendwo noch Schätze, die rumliegen? Die sieht man nicht so leicht. Wie gerade das eben. Das sieht man alles nicht so leicht. Ja, ist eine schöne Map gewesen. War angenehm zu kämpfen hier. Waren auch gute Gegner. Man schön defensiv hauptsächlich. Recht angenehm für einen Einstieg. Gut, ich sehe da jetzt nichts auf Anhieb. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, hier sieht's ja nicht so lecker aus. Hier ein bisschen Blut. Ida, helft uns! Holt uns hier raus! Oh, dann sind da doch die... Interessant. Ich dachte, sind wir also schon in Windwall? Was haben wir denn hier? Da sind wir scheinbar schon in Windwall. Ja, natürlich. Bonusquest machen wir sofort. Die verlorene Schwester. Was ist das? Wolfsgarde? Still, Iban. Ihr seid für die Schlacht dort draußen verantwortlich, oder? Sind sie fort? Was haben wir denn hier? Verdammt, so viele Leute hier. Benötigt Käfigschlüssel. Interessant. Wo ist denn der Käfigschlüssel? Wahrscheinlich beim Anführer der Zwerge. Ah, nee. Er kommt. Oh. Okay. Das ist lästig. Doch, man kann seine Einheiten gruppieren, aber ich bin zu faul. Ich habe bloß meine Helden einmal gruppiert und einmal alle. Oder ich nutze gern diese Taste U, um alle einfach auszuwählen. Weil normalerweise brauche ich sowieso alle und mit allen drauf. Also hier unten, man kann auf jeden Fall gruppieren. Das ist, glaube ich... Ich glaube, es gibt kein RTS mehr, das diese Grundfunktionalität nicht mehr besitzt. Wäre sonst traurig. Also, den Käfigschlüssel habe ich noch nicht. Her mit dem Käfigschlüssel. Wo ist der Chef?